Lange Nacht der Architektur. Schwenkputztechnik mit TÜV-Zertifikat. App Holzbaufinder. Zahl der Wohnungsgenehmigungen steigt. 16. Holzbauforum. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dach und Holz TV. Im Rahmen der Messe Bau findet bereits zum vierten Mal die Lange Nacht der Architektur statt. Interessierte können morgen verschiedene Münchner Bauwerke genauer betrachten, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Zudem kann zwischen verschiedenen Busrouten gewählt werden. Der Zugang zu den Gebäuden und die Benutzung des Bus-Shuttles ist in den meisten Fällen kostenlos. Der zentrale Busknotenpunkt ist der Odeonsplatz. Bei der Veranstaltung können auch 9 Holzbauwerke besichtigt werden. Dr. Reinhard Pfeiffer, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, erklärt, was die Lange Nacht der Architektur so reizvoll macht. Der Reiz der Langen Nacht der Architektur liegt darin, Gebäude in einer Nacht zu erleben, Gebäude, die nur für die Lange Nacht der Architektur geöffnet sind, und dort auch Erklärungen zu bekommen. Warum hat man das Gebäude so geplant und so eingerichtet? Sicherlich zum Beispiel ganz spannend, wenn es um das NS-Dokumentationszentrum geht, das zum ersten Mal für uns die Türen aufmacht. Wohngesundheit wird im modernen Bau immer wichtiger. Um Schadstoffe und Wohngifte frühzeitig zu erkennen, kann beispielsweise ein Baubiologe eingebunden werden. Aber bereits bei den Baumaterialien ist eine adäquate Auswahl unerlässlich. So bietet die Kalkinnenputzlinie der Schwenkputztechnik als einziger Hersteller ein System an, das durchgängig zertifiziert ist und das TÜV-Siegel für Allergiker geeignet vorweisen kann. Der Bruder Verlag hat seine App Holzbaufinder komplett überarbeitet. Die App, die eine genaue Suche nach Holzbauobjekten in Deutschland und im angrenzenden Ausland ermöglicht, bietet einige Neuerungen. Dabei wurden neue Objekte hinzugefügt und die Handhabung verbessert. Darüber hinaus ist die App nun für die beiden gängigen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar. Im ersten Halbjahr 2016 wurden rund 182.800 neue Wohnungen genehmigt. Das sind 30,4% mehr als im Vorjahr. Laut Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, kurz ZDB, könne so der Bedarf an Wohnungen auch annähernd erreicht werden. Jedoch weist der ZDB darauf hin, dass in der Regel weniger gebaut als genehmigt wird. Niedrige Zinsen und gute Anlagemöglichkeiten würden den Wohnungsbau dennoch beflügeln. Junge Familien und Menschen mit geringem Einkommen müssten durch den sozialen Wohnungsbau unterstützt werden, hier sei der Bund gefragt. Zum 16. Mal können sich Fachleute der Holzbaubranche am 23. und 24. März im Rahmen des Holzbauforums über aktuelle Themen der Branche informieren. Die diesjährige Veranstaltung findet in Berlin statt. Das Motto lautet dieses Jahr: Bauen ohne Grundstück, aufstocken, sanieren und erweitern mit Holz. Teilnehmer der Veranstaltung werden unter anderem über aktuelle Anforderungen von Wohnungsbaugesellschaften aufgeklärt und umfangreich über bauphysikalische Aspekte informiert. In der nächsten Sendung stellen wir Ihnen Neuheiten von der Bau 2017 vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche.